Emilia Jordanova. Jede Athletin also absolviert dreimal eine kleine Laufrunde à 2 Kilometer. Zweimal wird geschossen. Jeweils mit 3 Nachladern sind die Gewehre versorgt. Und während wir hier nochmal die Startphase sehen, die gespurt ist, geht es dann raus eben in den Wald. 6 Kilometer insgesamt, 3x2 ist jede Strecke lang. Die einfachste, die leichteste Strecke hier in Antholz, wie in den meisten Stadien. Keine großen Schwierigkeiten drin, ein absoluter Schießwettbewerb, die Staffel. Und es gilt, das Anlaufverhalten an den Schießstand hier richtig zu wählen. So hinzulaufen, dass ich die richtige Belastung habe, dass ich treffen kann und dann hoffentlich fehlerfrei so schnell wie es geht weiterlaufen kann. Ja, die Russin Ekaterina Klasirina läuft an. Für die deutsche Mannschaft also Franziska Hildebrand. An Position 2 werden wir Miriam Gössner sehen. Nadine Horchler, die stärkste, konstanteste Athletin hier in Antholz aus deutscher Sicht. Da haben wir Miriam Gössner kurz im Bild. Nadine Horchler dann also auf der 3. Position und Andrea Henkel als Schlussläuferin. Mittlerweile ja wie gewohnt. Nur in Oberhof musste sie verzichten. Ansonsten die Staffel ja ohne Tina Bachmann, die in Hochfilz und Oberhof noch angelaufen war, das sehr gut gemacht hat. Aber die Gesamtform, das Gesamtpaket von Tina Bachmann passt momentan nicht. Sie ist ja rausgenommen worden aus der Mannschaft, auch nicht vor Novo Mesto vorgesehen. Und insofern heute also Franziska Hildebrand mit dabei als Startläuferin. Und wenn wir uns die letzten Staffeln so in Erinnerung rufen, merken wir heute, die ganz laufstarken Frauen wie eine Kaiser Meckereinen oder Daria Domracheva oder Miriam Gössner laufen jetzt diesmal nicht vorne, sondern etwas gemäßigteres Tempo ist heute angesagt, was jetzt durchaus auch günstig ist für Franziska Hildebrand. Sie muss nicht gleich am Anfang das ganz hohe Tempo laufen, damit sie überhaupt mitkommt. Das dürfte ihr in die Karten spielen. Ja, und was ihr natürlich zugute kommt, ist ihr hohes schießerisches Können, dass sie da eben vorne mit drin bleiben kann, wenn das Tempo nicht so hoch ist und sie alles trifft, dann wird sie sich da festbeißen können. Die Russinnen also mit der Startnummer 3, Jekaterina Klasirina. Bislang einmal auf dem Podest mit der Staffel in dieser Saison, als 3. in Hochfilzen. Die Russinnen, das ist ihnen natürlich zu wenig, dem Team von Wolfgang Pichler in Richtung WM. Die letzte Staffel vor der Weltmeisterschaft in Novo Mesto. Also sowas wie eine Generalprobe. Eine Generalprobe, und die Trainer haben nochmal die Möglichkeit, verschiedene Athletinnen an verschiedenen Positionen auszuprobieren, zu testen. Wie kommt die Einzelne auf ihre Position zurecht? Und deshalb auch heute berechtigt Franziska Hildebrand mal am Start. Nicht, das letzte Mal war es Nadine Horchler. Genau. Es war auch schon Miriam Gössner, glaube ich. Also es ist auf alle Fälle ja Möglichkeit für die Trainer zu rochieren. Und im Windschatten kommt sie hier hinterher, hinter der Italienerin. Dorothea Raviere, ja, aus Rasen hier aus Südtirol, aus dem Antholzer Tal. Hier schon in den Schlittschuhschritt übergeht. Also schauen wir nochmal hin für Norwegen, Fanny Wellestrand-Horn. Julia Cima für die Ukraine, Jekaterina Klasirina für Russland, Anaïs Bescon für Frankreich. Das sind die Startläuferinnen der stärksten Nationen, die am gleichmäßigsten besetzt sind. 4 starke Läuferinnen ins Feld schicken können. Für Polen Krystyna Palka, ihre stärkste, vorneweg. Links haben wir die Französin, Anaïs Bescon. Rechts die Russin. Mit der 17 hinten dran, Iris Schwabel. Die Dame aus Hochfilzen für Österreich ist gut mitgekommen. Aber wir haben es ja gesagt, die Runden sind sehr kurz mit 2 Kilometern. Pavel Rostovtsev schaut sich die Windfahnen an. Das werden jetzt die Athletinnen auch gleich tun. Und der Schießstand hat ja seine Tücken. Das haben wir schon erfahren in den letzten Tagen. Kleiner Vorteil heute, man hat ein sehr gleichmäßiges Licht. Keine Sonne im Spiel, die oftmals sehr stark auf die Scheiben eingestrahlt hat in der letzten Zeit. Also die Sonne heute kein Thema. Auf den Wind musst du immer hier achten, auf die geringsten
Wehungen hier dieser Fähnchen. Fehler, Franziska Hildebrand. Noch sind alle Athletinnen da. Frankreich fertig, auch Franziska Hildebrand mit dem einen Nachlader. Russland geht mit, die Ukraine, Polen, Weißrussland. Die Teams bleiben alle vorne eng beieinander. Aber bislang Auftrag erfüllt von Franziska Hildebrand. Vorne mit drin bleiben, das ist die Aufgabe. Und das führt Iris Schwabel, die Österreicherin, das hat sie auch nicht allzu oft, diese Staffel an. Geborene Waldhuber, wenn sie über die Jahre des Biathlon verfolgt haben. In dieser Saison hier, ja, wir schauen erstmal hin hier. Die Treffer von Franziska Hildebrand. Ja, Pech hier links, relativ großes Trefferbild. Wir sehen aber auch an ihren Haaren, es weht ganz gehörig, hat sie Glück gehabt und es fängt auch an, leicht zu schneien. Ja, also die Athleten und Athletinnen werden ja immer wieder bestätigt, die vorher berichtet haben, dass das nicht so ohne ist. Hier gibt es auch wechselnde Winde, durchaus auch mitten in der Schießeinlage. Das also das Bild. Schauen Sie, diese erste Tafel binnen 20 Sekunden, die ersten sieben binnen 10 Sekunden unterwegs. Also ein dichtes, ein enges Feld. Tut der Staffel gut, bleibt spannend, wenn so viele Nationen da miteinander mithalten können. Und eine Komponente, die jetzt neu hinzukommt, ich habe es gerade gesagt, der Schnee. Das kann sich auf das Skimaterial jetzt wieder auswirken während des Rennens, wenn der Schneefall natürlich stärker wird. Wenn es so bleibt, kein Problem. Aber die Techniker schauen sicher mit bangen Blicken gen Himmel, um dort keine großartigen Veränderungen mehr vornehmen zu müssen. Uwe Müßiggang haben wir da gesehen, den Cheftrainer mit Gerald Hönig im Gespräch. Also die Teamleitung hat für die Weltmeisterschaften in Novo Mesto Miriam Gössner, Andrea Henkel, Nadine Horchler und Franziska Hildebrand fest nominiert. Eine Athletin soll als Ersatzfrau noch dazukommen, die wird noch gesucht. Aufgrund der Ergebnisse, die folgen werden im IBU Cup und im Alpen Cup. Und eventuell sogar noch eine sechste in der Hinterhand. Ja, melden dürfen, darf man mehr, darf man auch sechs Athletinnen. Man muss sie nur melden, das heißt noch nicht, dass man dann jemanden mitnimmt, aber man muss auf alle Fälle gewähr sein. Es könnte ja auch mal eine Grippe, eine Mannschaft überfallen, sage ich jetzt mal, und da fallen dir dann zwei oder drei aus und dann brauchst du noch Reaktionsmöglichkeiten. Also sollte man so viele melden, wie man melden kann. Ja, und in der Aufwärmzone Anastasia Kusmina, die Siegerin ja hier im Sprint. Und Miriam Gössner, also die hat ihre gute Laune nicht verloren nach dem kleinen Sprint-Desaster als 62. nicht qualifiziert für die Verfolgung, den sieben Fehlern. Bin wirklich sehr gespannt, wie sie hier auftritt. Also das hier sieht schon mal ganz normal aus in der Aufwärmzone. So erleben wir sie da immer so ein bisschen tänzelnd. Was wir feststellen, das Feld hat sich wieder etwas gemischt. Die Österreicherin wurde natürlich eingeholt. Franziska Hildebrand jetzt auf Position 2 hinter Agnès Bescon. Schwabel auf Rang 5 zurückgefallen, aber sie sind da dicht zusammen. Die Russin jetzt wieder, das geht immer so ein wenig hin und her. Das sind noch keine entscheidenden Situationen, die wir hier erleben. Ja, das ist ja eben die Natur der Staffel, die entwickelt sich. Da kann viel passieren von Läuferin zu Läuferin. So, und hier haben wir eben diese Sechsergruppe. Eine siebte folgt da nicht weit da hinten dran. Weißrussin Nadezhda Skardino ist noch dabei in dieser Gruppe. Athletin von Klaus Siebert. Der hat heute seine stärkste Daja Domracheva ganz nach hinten gesetzt. Du hast es angesprochen. Haben auch schon häufiger erlebt, dass sie vorne weggelaufen ist, um die Staffel möglichst lange mit dabei zu halten. Franziska Hildebrand in der Verfolgung gestern konnte sie sich auf den 19. Platz verbessern, um 13 nach vorne geschoben im Vergleich zum Sprint. Gutes Schießergebnis gehabt, 3x0, nur in der letzten Einlage im stehenden Anschlag einen Fehler sich geleistet. Also sehr vernünftiges Ergebnis.
für Franziska Hildebrand gestern in der Verfolgung. Schöne Stimmung, gerade am Wochenende noch einmal verstärkt, hat sich gesteigert von Tag zu Tag. Viele, viele deutsche Fans, norwegische sieht man sehr, sehr viele. Und am Wochenende kommen dann natürlich auch die aus der Region hinzu. Gut 10.000 mögen es sein, 7.600 passen auf die Tribüne im Stadion, 3 bis 4 könnten es draußen an der Strecke sein. Also das rundet das Gesamtbild hier ab, das sehr gute, sehr schöne. Die Kulisse in Antholz. Es macht immer sehr viel Spaß, hier zu laufen, wenn man entsprechend in Form ist, wenn die Zuschauer einen anfeuern, anpeitschen, aufpeitschen. Das motiviert gerade auch auf der letzten Runde. Und jetzt der Anlauf zum Stehenschießen. Das Tempo bisher insgesamt nicht sehr hoch. Das Stehenschießen wird jetzt nochmal versucht, wirklich konzentriert zu absolvieren, nochmal fehlerfrei zu bleiben. Und die letzte Runde läuft dann jede so schnell sie kann. Da wird dann nicht mehr taktiert. So, die Schießbahnen werden jetzt von ganz vorne aufgefüllt. Beim ersten Schießen geht ja jede Athletin auf die Matte, deren Nummer sie trägt. Aber jetzt natürlich, wie man das gewohnt ist aus den Rennen, vorneweg aufgefüllt. Ganz vorne steht Krystyna Palka aus Polen, bestätigt einmal mehr ihre gute Form. Und jetzt Franziska Hildebrand, noch so ein Schießen, am besten ohne Nachlader. So, nochmal den einen. Die Polin ist weg. Ruhig, Franzi. Ganz ruhig, ja. Sehr hektisch. Österreicherin ist weg. Sehr hektisch. Kennt man gar nicht von ihr. Muss sie gar nicht sein. Läuft so, alles gut. Ja, läuft wunderbar. Alles im grünen Bereich. Aber das ist das eben, wenn es um dich herum knallt und die Leute weglaufen, die Damen. Da will man natürlich mit nicht allzu groß werden lassen in Abstand. Und Norwegen mit... Uiuiui, da ist nur noch eine Patrone für die Scheibe, aber sie hat es geschafft. Fanny Horn hat die Strafrunde, da sehen wir sie gerade noch weglaufen, vermeiden können. Jetzt auch die Staffel Italiens kämpft gegen die Strafrunde, auch die USA. Ja, da haben wir nochmal Fanny Horn für die Norwegerinnen, zweimal schon Siegerinnen in diesem Jahr in Hochfilzen und auch in Ruhpolding führen die